Carsten und herzlich willkommen bei einem Zwei Deppen und einem Film Vlog. Ich habe jetzt einfach mal die Begrüßung vorweggenommen, obwohl es dein Umzug ist. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der schlechten Unterhaltung, bei einem Vlog von Zwei Deppen und einem Film. Er ist gut gelaunt. Dem ersten und einzigen Vlog. Weil ja, mal schauen, ne? Wir sind fürs Vlog machen nicht. Ich bin fürs Vlog machen nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, herzlichen Dank auch. Ja, Umzug. Umzug steht an, mein Umzug, deswegen ist alles momentan so nach hinten verschoben, deswegen verspätet sich Folge 9. Folge 9 ist aber eine ganz tolle Folge, weiß ich. Welche waren das noch? Ja. hier beliebiges Blabbel einführen. Bitte. Genau. Und ja, jetzt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir uns von unterwegs irgendwo mal wieder melden, um irgendwelche Leute, die am Straßenrand pinkeln oder sowas zu filmen und das entsprechend zu kommentieren. Alles wahrscheinlich, weil jetzt geht's auf von Essen nach Mannheim. 324 Kilometer mit dem Transporter zu dritt und einem Hund. Also Rumtreiber, treiben wir uns rum. Liest du dich gerade selber, mein Scherz? Peace, Leute. Masken. Hallo Masken. Du kannst das nicht. Hallo Masken und herzlich willkommen on the road again. Hallo Marcel und herzlich willkommen on the road again. Nein, immer noch nicht? Schade. Ja, wir sind gerade unterwegs. Du, ich war konzentriert, da kann ich nicht so gut auf die Massen eingehen. Ja, ist schlimm mit dir. Ja, ich bin unfähig. Wir sind jetzt auf dem Weg. Da hinten seht ihr 9 Euro. So viel hat der Wagen gekostet. Ja, und das ohne Radio. Das ohne Radio und so viel kosten meine Schlampen nachts auf. Und ist das jugendfrei? Keine Ahnung. Waren wir das je? Nein, wir waren nie jugendfrei. Weiß nicht, kann man so ein bisschen was erzählen? Ja, weil ich sehe so scheiße aus. Ne? Da haben sich die Leute aber inzwischen dran gewöhnt, macht doch nichts draus. Ja, das ist wahrscheinlich. Willst du vielleicht mal unseren Gaststar vorstellen? Da unten ist der Gaststar. Hund. Also ich finde mich an deiner Stelle da irgendwie persönlich angegriffen. Nein, hier ist Gaststar. Das ist meine Freundin. Und ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Vlogging absolut hasse? Keine Ahnung. Ja. Kann ich irgendwas erzählen über Zwei Deppen und einen Film? Das ist eine gute Frage. Wie sind wir dazu gekommen? Warum überhaupt und so? Ach stimmt, wir können jetzt eigentlich so ein Q&A machen. Ja, schon. Wir haben zwar keine Qs, aber eine Menge A's. Ja, also ja, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Es ist folgendermaßen. Pini und ich, wir waren zusammen in einem anderen Podcast. Und in diesem anderen Podcast hat es einfach nicht mehr so gestimmt, würde ich einfach mal sagen. Das die Tränen waren ein bisschen umnachtet. Ja, so könnte man das ausdrücken. Also es ist, sagen wir mal, es war kein rühmlicher Abgang von uns beiden. Das lag aber nicht an uns, sondern, naja. Da gehen die Meinungen auseinander. Und ich glaube, den Abend sogar direkt haben Pini und ich zusammen gequatscht und haben gesagt, weißt du was, lass uns doch einfach selbst damals war noch die Sache mit dem Podcast aufnehmen. Wir sind ja jetzt inzwischen ein Videocast. Review-Format. Wir sind eine YouTube-Show, Junge. Wir sind eine YouTube-Show. Verkauf Junge. Uns mal richtig. Eine voll fette YouTube-Show. Alter! Digga! Ja, und so ist Zwei Deppen und ein Film entstanden, tatsächlich. Dann haben wir die erste Folge 2 Tage später aufgenommen, welches Final Fantasy VII Advent Children war. Yeah. Und da ging ja auch schon die Meinungen auseinander so ein bisschen. Ne? Bisher haben wir eigentlich Filme gefunden, die wir relativ gut fanden oder relativ schlecht fanden. Ich warte noch auf den Mega-Burner, wo Dennis sagt, boah, schlecht oder gut und ich sage schlecht oder scheiße. Also, dass wir entgegengesetzte Richtungen haben. Hatten wir das nicht schon? Wo? Aus Zootopia? Ja. Yeah. Okay, so Zoomania, Zootropolis. Das Ding mit den Tieren. Oh Gott, das ist kein Falsch. Das Ding mit den Tieren, ja, das ist schön. Ja. Ja, dann kam eigentlich, da hatten wir eine Planung gemacht, was wir so an Filmen haben. Wir haben auch einige Specials schon geplant. Der Dis November, der war ziemlich
rasch gewählt, sagen wir es mal so. Ich hatte übrigens zwischendurch, das spoilere ich jetzt vielleicht ein bisschen und Alex weiß das noch gar nicht, ich hatte zwischendurch mal überlegt, wie wär's mit einem Pix-August? Mit einem Pix-August? Ich muss August arbeiten. Ja, ich nicht. Ich schon. Deswegen weiß ich das dann. Ja, aber Pixar hat auch nicht so viele Filme, was das betrifft. Aber genug. Aber keine 30. Weiß ich nicht. Ich habe das gecheckt, sind glaube ich 17 oder so. Also mal hinkriegen. Gucken wir mal. Wir möchten jetzt hier nicht den Ankündigungslord spielen, deswegen... Mädel-Leute. Ja, wir haben verschiedene Gäste angefragt. Darunter sitzt auch die hier in der Mitte zum Beispiel. Und ja, wen haben wir denn unter? Tatsächlich einen von unserem alten Podcast haben wir angefragt, ob er nicht Lust hätte. Dann haben wir gefragt... die zauberhafte Fright Phoenix. Fright Phoenix, hast du da inzwischen eine Antwort? Ja, wir müssen nur noch einen Termin klar machen. Ach, schön. Und zwei Überraschungsgäste, die wir bisher noch nicht, also die ich nicht nennen möchte. Weil das wirklich eine Überraschungsepisode sein soll. Ja, wenn die endlich mal dazu kommen, sich zurückzumelden diesbezüglich. Ja, auf Twitter sind die ja ganz aktiv. Ja, antworten wir noch nicht. Was kann man so in Zukunft noch von uns erwarten? Also wir haben viel. Jetzt... Ja, top. Viel ist nicht da. Naja, doch. Spätestens, wenn ich mit dem Dings angefangen habe. Mit der Umstellung angefangen habe. Dann viel in Richtung Intro, ja. Ja, ja. Gucken die Leute unseren Kram irgendwas an? Boah, das Intro finde ich voll cool. Das Review ist scheiße, aber fürs Intro gebe ich einen Daumen hoch. Ja. Ja, was kann man filmtechnisch von uns erwarten? Vieles, also querbeet. Ein paar Sachen, die wir in Deutschland gar nicht bewerben dürfen. Zum Beispiel. Da dürft ihr jetzt gerne raten. Vorschläge einfach in die Info schreiben. Dem Straßenverlauf von A45 für ein 100. Ja, ich bin eine Info, überlass mich. Oder zum Beispiel einige Verses. Könnt ihr Old versus New zum Beispiel? Stimmt, das wollten wir ja auch machen. Original versus Remake. Vielleicht sogar auch einfach mal. Ich meine, wenn wir schon die Themenmonate vom NC klauen, warum dann nicht auch die anderen Sachen? Ne? Eben, also wir sind NC für Deutsch, Massage Critic für Deutsch, nein. Sowas zum Beispiel. Oder eine komplette Retrospective Week. Zum Beispiel die Asterix Week hatten wir geplant. Serien-Specials. Freut euch auf die 10. Folge. Ja. Die wird... toi, 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 eine Hölle von Intro haben. Eine Hölle von Intro haben. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen raten wollt, was wir in Folge 10 machen, sie wird außerirdisch gut. Dun, 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 dun. Auf jeden Fall können wir sagen, sie wird fantastisch. Cool, I saw what you did there. Ja, das ist so was wir bisher sagen können. Wie gesagt, das ist keine 8. Folge, nee, 9. Folge inzwischen. Das ist die war Folge 8. Nee, ja, war stimmt. Ja, ja. Genau. Also, warum keine 9. Folge bisher gekommen ist? Wegen dem da. Ja, ich hatte schon mal ein Update-Video gebracht auf Facebook. Das wird jetzt auch auf Facebook und YouTube kommen hier. Die Sache ist, ich bin halt umgezogen, also ich ziehe jetzt gerade um. Und dann muss ich das ja heute Abend noch schneiden, oder? Ja, ich will nicht zum Abend machen. Okay, das ist nett, danke. ja, musste eine Ausbildung suchen und das erwartet auch ein bisschen Zeit, nicht wahr? Mag man kaum glauben, aber für eine Frau muss man tatsächlich auch ein bisschen Zeit aufbringen. Disclaimer, ich distanziere mich hiermit von jedweden potenziell sexistischen Aussagen, die mein Kollege gerade raushaut. Gut so. Und mach dich nicht unbedingt junger.
Ich bin das sowieso schon unbeliebt. Mach dich nicht bei mir auch noch unbeliebt, Junge. Ich bin das sowieso schon unbeliebt. Bei mir noch nicht. Noch nicht. Jetzt sag das doch, Junge. Und ja, von Essen nach Mannheim sind es immer 320 Kilometer. Das ist nicht gerade wenig. Ich bin dieses Jahr knapp 3300 Kilometer gefahren, mal hochgerechnet. Runtergerechnet bei 320 Kilometer pro Fahrt. Ich habe 300 Kilometer pro Fahrt gerechnet, also das ist ein bisschen wenig. Gibt es noch so irgendwelche Fragen, die wir beantworten könnten, die einfach mal so in den Raum stehen? Wie sind wir zur Intro-Musik gekommen, zum Beispiel? Die hast du rausgekramt. Habe ich rausgekramt. Meinst du, Finish voll tufte? Oder nein? Ich finde die voll gut, lass uns die mal nehmen. Die ist toll, ich mag die. Und hast du gesagt, yay, yeah, die ist cool. Ja. Dann haben wir die genommen. Die Idee für ein Intro hatte Dennis? Ja, das habe ich von unserem alten Podcast so ein bisschen übernommen. Da hatten wir ja schon die Hörspiel-Intros regelmäßig gemacht. Und da dachten wir zuerst, hey, warum sollen wir das nicht weiterführen? Und irgendwann dachten wir dann, das Ding wird eh ein Film-Podcast mit gefilmten Sachen. Warum sollen wir da nicht auch ein gefilmtes Intro machen? Das hat sich irgendwie angeboten. Ganz genau. Und wirklich große Intro-Folge Imaginarium. Das war die dritte, war das Imaginarium? Das war die dritte, genau. Das war die erste große Intro-Folge, wo wir uns gezeigt haben im Intro. Ja. Die Intros, die schreibt eigentlich grundsätzlich Dennis. Für Folge 9 und 10 schreibe ich die Intros. Dennis ist eigentlich derjenige, der die Intros grundsätzlich bearbeitet. Was in der Regel sehr viel mehr Zeit aufwendet als der eigentliche Schnitt für die Folge. Ja, genau. Dann kommt das Design für die Folge, das macht alles Dennis. Also Dennis schneidet die Folge und alles, bin ich ihm sehr dankbar, weil ich kann das eigentlich nicht. Doch, du kannst es schon, so ist nicht. Aber ich kann es besser. Ja. Nein, im Ernst. Also Alex hat ja jetzt auch schon ein paar Folgen geschnitten. Du hast, glaube ich, sogar die Imaginarium-Folge geschnitten. Ich habe die Imaginarium-Folge geschnitten, ja. Und das hast du wunderbar gemacht. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Also mach dich nicht kleiner, als du bist. Hat mich aber auch ziemlich lange gedauert tatsächlich, weil ich erinnere mich noch, dass ich grundsätzlich, das ist grundsätzlich mein Vegas abgestürzt. Ich schneide mit Vegas, Dennis mit After Effects. After Effects. Ich schneide nicht mit After Effects, ich schneide mit Premiere. Ich mache die Effekte mit After Effects. Daher das Wort After Effects. After Premiere. Und ja. Also es war schon heftig, Imaginarium zu schneiden, weil, wie gesagt, meine Dateien waren es, die beschädigt waren. Ja. Bin ich gut. Alex schlecht. Aber sonst noch irgendwelche Sachen, die wir beantworten können? Vielleicht nach welchen Kriterien wir die Filme auswählen? Unser Kriterium, nachdem wir einen Film auswählen, ist eigentlich, dass es grundsätzlich kein kompletter Musikfilm sein sollte. Imaginarium war Ausnahme, weil gerade mal zwei Songs von der Band kamen und ein Song im Hintergrund lief. Hauptsächlich aber die Story im Vordergrund stand. Musikfilm heißt dann zum Beispiel sowas wie Cats, wo praktisch ausschließlich gesungen wird. Disney-Sachen oder ähnliches fällt dann nicht runter, weil da sind ja auch halt noch Dialoge und Handlungen und sowas dazwischen. Zum Beispiel, oder The Wall von Pink Floyd, oder Michael Jacksons Moonwalker. Wie gesagt, wir wollen dem jetzt hier nicht alles nachmachen. Dann gibt es Filme, die ich zum Beispiel überhaupt nicht mag und die ich nie anfassen werde für dieses Format. Stephen King's S, du Jammerlappen. Stephen King's S zum Beispiel, wo ich da tatsächlich überlegen bin, ob ich den neuen Film mir anschauen soll. Ich bin heiß drauf. Dann gibt es ja noch zum Beispiel bei mir den Super Mario Brothers Film, den ich nie anfassen werde. Oder Joystick Hero, für die Leute, die es nicht wissen, das ist auch The Wizard. Also grundsätzlich Street haben wir gemacht. So Filme, wo Schauspieler sagen, das war
ein Fehler meines Lebens. War das bei Mario der Fall? Tatsächlich, ja. Die haben die Schauspieler gesagt, das war ihr größter Fehler ihrer Karriere. Ich verstehe den Backlash immer noch nicht dafür, deswegen. Aber da mache ich mal ein eigenes Video zu. Ja, Disney-Filme werden auf jeden Fall kommen. Ich glaube, du wolltest zum Beispiel auch The Sixth Sense nicht machen. Das ist richtig. Ja, The Sixth Sense. Also es gibt halt verschiedene Filme, die wir einfach nicht machen wollen. Ansonsten ist das Kriterium auf das, was wir Bock haben, das machen wir. Und daraufhin planen wir immer ein paar Folgen. Wir nehmen natürlich auch gerne Vorschläge entgegen, so ist nicht. Also wenn euch da was einfällt, haut es gerne raus. Grundsätzlich, ja, ganz genau. Also... So viel soll ich da mal raushauen. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, sei es jetzt, dass wir zum Beispiel, weiß ich nicht, The Shining machen sollen, keine Ahnung. Wir machen keinen... Doch, machen wir. Schon gut, vergesst es. Ja, vergessen wir es. Aber nur den ersten Teil davon. Ah, so, okay. Und, Resident Evil, um das Kind beim Namen zu nennen. Boah, Resident Evil. Ja. Ich habe die DVD, das heißt, Alone in the Dark werden wir auch machen. Was werden wir? Werden wir. Bullshit. Stimmt, wir wollten Bullshit-Special machen, ne? Ja, Bullshit. Da war was. Uwe Boll Retrospective zum Beispiel. Also wir werden sehen, es gibt viele Sachen, die wir machen werden und wir freuen uns drauf. Und sobald sich das alles bei uns eingependelt hat und wir die Termine wieder klar finden können, dann geht's auch weiter. Wir haben viel vor, seid betroffen und verängstigt, ihr seid es mit Recht. Ja, absolut. Kann man so sagen. Gut, ich würde sagen, wir melden uns wieder, wenn wir noch irgendwas haben, wenn uns irgendwas einfällt oder ich meinen Arm wieder fühlen kann. Runter. Der Hund. Der Hund ist nervig. Gut. Guck mal bitte eben nochmal nach vorne, was da gerade für zwei Angeber-Kaloschen vor uns waren. Zwei Porsche. Ich glaube, du musst jetzt die Nummernschilder ausblenden. Schon. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich. Und da ist der Autofokus und da sind wir wieder da. jetzt nur noch zu zweit. Aber dafür mit 125 Sachen Richtung Köln unterwegs. Ganz genau, wir haben die Sachen jetzt alle in die Wohnung gepackt, das heißt, der Umzug ist fertig. Ich muss jetzt nochmal nach Essen zurück, um die Wohnung, meine alte Wohnung sauber zu machen und den Schlüssel abzugeben. Und dann bin ich weg aus Essen, bin in Mannheim. Und niemand wird ihn vermissen, niemand wird ihn vermissen. Ey, ist tatsächlich so. Umgekehrt denke ich aber auch mal. Ja, ganz genau. Ich bin ziemlich froh, aus Essen weg zu sein. War keine schöne Zeit, auch wenn viele schöne Videos gekommen sind in Essen, aber das... Alles wird besser. Alles wird besser. Ja! Oh, ich nehme mal die Kamera in die andere an, ist ja... Boah, geht dann so. Hallöchen. So. Ja Mensch, das könnte man so sagen. Fazit, wir sind auf unserem 400. Kilometer heute. Wir haben noch 200 noch was vor uns. Wir haben keine Lust mehr. Ach doch, das Fahren ist eigentlich ganz angenehm. Da beschwere ich mich nicht drüber. Sagte er und machte nichts. ja. Jetzt muss ich vor allem nicht mehr so vorsichtig fahren, weil der Kram hinten drin nicht mehr da ist. Stimmt, jetzt können wir eigentlich total reckless fahren. Geht nur nicht bei dem ganzen Zeugs vor uns. Da, die ist vor uns. Da hinten ist ein Flixbus. Flixbus. Ja, Flixbus. Nur noch ein einziges Mal muss ich den Flixbus nehmen. Diesen Monat. Und die Monate danach. Und dann hoffe ich, dass ich den Flixbus erstmal nicht mehr sehen muss. Das wäre cool. Wenn ich jetzt die 300, 600 runtergerechnet, Kilometer draufrege, habe ich... Oh, komm schon. Und der Flixbus überholt den LKW und bremst alle anderen hier aus. Wahnsinn.
Entschuldigung. Und ich komme auf 3900 Kilometer dieses Jahr. Wie ich inzwischen, ich sollte Kilometergeld beantragen. Hat der Arsch mich gerade rechts überholt? Der Arsch hat dich gerade rechts überholt. Wundervoll. Das Fahren ist ja so angenehm. Gut, ich würde sagen, wir melden uns nochmal ganz kurz zurück, wenn wir was essen. Ja, ne? Können wir eigentlich. Und dann, was macht der Flixbus da? Der Flixbus setzt zum Überholen an, aber warum? Er gibt da frei für die Spur. Das ist keine Entschuldigung. Weil so bremst er jetzt die ganze... Na! Ja, ihr seht hier auch mal Pinny mit Tanktop. Sexy Wife Peter Bitches. Gut, wir sehen uns, wenn wir uns einen Happen zuerst machen. Bis gleich. Hallo Massen und ein letztes Mal von unserem Vlog-Dingster, Boomstar. Hast du nicht gesehen? Hallo und herzlich willkommen, Freunde der schlechten Unterhaltung. Wir sind müde, wir sind im Arsch, wir sind ausgelaugt und überhaupt haben wir keine Lust mehr. Überhaupt nicht. Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Wir sind jetzt jedenfalls wieder Essen Hauptbahnhof. Genau, wo mich der Sonic freundlicherweise noch zum Bahnhof begleitet hat. Und von hier aus mache ich mich auf den Weg in die Heimat nach Köln. Ja, und ich mich auf die Heimat nach Essen. Also noch Heimat. Ja, eigentlich nicht mehr. In die Übergangsheimat. Ja. Yeah. Und ja. Und das war der Roadtrip von zwei Deppen und einem Film, würde ich sagen. Wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Nicht mehr heute. Oh. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Möbel. Fick dich.